So. Bedienkonzept ist so mittelgut. Achso, was überhaupt nicht geht, ist das Top-App von der Telekom. Natürlich das so machen, wie man sich das vorstellt, nämlich also die anderen Programme, die passen sich alle von der Farbe her relativ gut an. Das hier ist selbstverständlich immer in Magenta, egal was man macht. Hier fehlt das Bild. Telekom hat es nämlich verpasst, hier WLAN zu installieren. Die Dinger haben jetzt nämlich, sind jetzt alle nur über schlechtes UMTS verbunden. Den Empfangsstatus. Oh, ja, ja. Keine Leiste, 3D-Effekte, alles so irgendwie so. Telekom, habt ihr schon mal Windows Phone 7 Telefon gesehen? Das sieht anders aus. Das sieht nämlich mal flach aus. Die Leiste, normalerweise sieht man oben nur die Uhrzeit, dann muss man hier so zweimal drauf tippen, dann sieht man auch, da sieht man, dass ich 3G habe, dann sieht man, dass man kein WLAN hat und da sieht man, dass da dass die Mikrowelle kaputt ist oder so ein Wellenzeichen, keine Ahnung, was das bedeutet. Sonst hat das keinerlei Funktionalitäten da. Ja, was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist, dass das Zurück manchmal sehr, sehr verwirrend ist. Das ist bei Android auch schon so ein kleines Problem. Ich bin nämlich gerade eben, ohne dass ich es wollte, war ich plötzlich in der Twitter-App, keine Ahnung wieso. Das ist einfach da. Ich hatte vorher irgendwann mal das Twitter-App gestartet, aber ja,